Befolgen Sie zum Einbau des Kitfix einfach die folgenden Schritte. Legen Sie den Kitfix auf seinen Rücken, greifen Sie in den Bezug hinein und heben Sie den Griff hoch. Nun können Sie die Isofix-Rastarme herausziehen. Richten Sie die Isofix-Rastarme auf die Isofix-Verankerungspunkte des Autos aus und schieben Sie sie auf die Verankerungspunkte, bis sie mit einem Klick einrasten und die grünen Markierungen sichtbar sind. Stellen Sie die Kopfstütze auf die richtige Höhe, das heißt auf die Schulterhöhe Ihres Kindes ein. Legen Sie den Diagonalgurt in die rote Diagonalgurtführung ein. Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass sich Ihr Kind im Sitz zurücklehnt und dass sich die Kopfstütze in der korrekten Höhe befindet. Ziehen Sie den Diagonalgurt entlang der roten Gurtführung über den Körper Ihres Kindes und rasten Sie die Schlosszunge im Autogurtschloss ein, wie Sie es mit Ihrem eigenen Sicherheitsgurt tun würden. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht ist, und ziehen Sie ihn fest, damit er gut gestrafft ist und Ihr Kind komfortabel und sicher sitzt.